Du kleiner verkackter Hosenschisser. Nee, jetzt. Weh, du reißt mir hier ein Loch hinein. Das gefällt mir gar nicht. Still. Nee, ist. No. Seufz. Naja, ein Loch mehr in der Mine. Was soll ich? Wo sind denn all die Spinnen wieder? Also eine ist klar. Und die hole ich mir jetzt rasch. Die Spinne hier, wieso kommt... jetzt kommt sie. Stirb! Da geht's auch noch weiter. Doch aber zuerst noch hier schnell, damit nichts hinein kommt zu mir. Mann, hier oben ist auch noch. Und dann, Herr Enderman, hätte ich gerne Ihre Perle. Na, da hinten geht's auch noch lang. Hä? Hört sich auch komisch an. Diese Spinnen überall, was sind denn die? Naja, also Herr Enderman, jetzt geht's Ihnen an den Kragen, ne? Sie stecken fest, ouch! Oh. So, und jetzt? Wo ist die Perle? Oh, jetzt hat er nicht mal eine Perle fallen gelassen. Ah doch, da ist sie. Da ist die Perle, nimm sie auf! Oh, ich weiß nicht was. Ah, logisch, die Erde. Okay, und jetzt, wo geht's lang? Da vielleicht? Nee, da geht's rauf. Ich höre schon wieder getrampelt und jetzt ist ein Zombie irgendwo runtergefallen. Oh, hä? Da fallen irgendwo die ganze Zeit Spinnen runter, schon wieder. Die machen da oben Selbstmord oder so. Dumme Spinnen. Da schießt jemand auf mich. Ah, da ist der Bogenschütze. Jetzt geht's dir an den Kragen. Nochmal. Und. Fertig, lustig. Sonst noch irgendjemand hier? Vielleicht da hinten in der Sackgasse und da unten. Diese Spinnen. Ah, oh, schon wieder so ein Lebkuchenmann. Jetzt. Nein! Stirb! Hä? Aha! Er ist hängen geblieben, der Arme. Hoffentlich springt mir da nichts runter. Wo sind denn diese Spinnen? Ah, ich höre fast nichts. Die Spinnen, die lärmen mir so auf dem Ohr herum. Da unten ist Sackgasse. Mal schnell ausleuchten, so. Und jetzt. Da oben würde ich ja gerne hin. Natürlich. Ich möchte das Geheimnis der Spinnen lüften. Das Geheimnis der Spinnen. So, ist denn da oben irgendwer, der mich nicht hier oben haben will? Ich befürchte ja... Hä? Da kommt es von da. Ich befürchte ja schon. Da hinten, was ist da? Schnell ausleuchten. Und jetzt. Na toll. Löcher stopfen. So. Und jetzt aber. Autsch. Ja. Ja, toll. Das geht doch nicht. Diese doofen Schienen aber auch. So, jetzt aber. Das ist da noch dunkel. Helme machen noch schnell. So, und jetzt ist da hinten Sackgasse. Schön wäre es, oder? Ne, ist natürlich nicht Sackgasse. Da geht's noch weiter. Aber da unten, hä? Da war ich vorher in die Wand. Da sieht man wieder, man sollte die Wände immer auch ein bisschen aufmachen. Ja, die Musik, super, ich hab's gemerkt. Die Wände auch einbrechen, denn dahinter könnte es weitergehen.
spazieren wir mal vorsichtig hier rüber. Wohl ist mir nicht dabei. Wieder eine Sackgasse? Ja, wieder eine Sackgasse. Okay, dann. Wieder zurück. Zurück. So, jetzt da rechts, da hinten fahren wir auch noch nicht, hä? Ich habe so das dumme Gefühl, dass hier irgendwo diese Spinnen sind. Das Sackgasse noch schnell eine Fackel. Au. Die Spinnen, die fliegen da nur so rum, ne? Da ist auch überall dunkel, na toll. Mal hier durch, da sieht ein bisschen einladender aus. Na toll, dann geht's da durch. Da ist wieder eine Kreuzung. Ah, Mist. Links oder rechts? Links oder rechts? Rechts. Sackgasse, naja. Halb so schlimm, dann gehen wir halt links. Wir haben schon lange keine Schienen mehr eingesammelt, fällt mir gerade auf. Ist denn da noch irgendetwas? Ja, da geht's auch noch weiter. Eieieiei. So, noch schnell das Eisen wegkloppen hier. Habe auch schon lange nicht mehr gemacht. Ist auch wieder mal von Noten. Von Nöten. Entschuldigung. Okay, wie viel Eisen habe ich? Oh, 64 und 60, habe ich das richtig gesehen? Schon sehr viel Eisen. Da können wir uns eine schöne Rüstung machen. Haben wir, glaube ich, immer noch nicht. Wir gehen hier ohne Rüstung. In die Minung. In die Mine. Das muss ich da auch mal mit anfügen, ne? Wir sind hier unten ohne Rüstung. Vielleicht vergiften wir uns auch darum die ganze Zeit bei den Spinnen. Das könnte auch sein. Da tut es mir leid, wenn ich vorhin dem Schwierigkeitsgrad die Schuld gegeben habe. Und die Spinnen werden immer nervöser. Sind denn die da unten irgendwo? Ne, jetzt kommt von oben das Geräusch. Aber da unten waren wir auch noch nicht. Ist ja klar. Diese verzwickte Höhle hier, überall geht's hin. Da waren wir schon. Okay, dann gehen wir nochmal da rum. Da entlang. Sieht auch noch Sackgasse aus. Ups, schon wieder kein Fall. Na, dann mache ich mal wieder Fackeln 64. Ich denke, das sollte mal reichen. So. Vielleicht auch nicht, vielleicht müssen wir noch einmal machen hier in der Höhle. Aber wir sitzen ja auch nun schon eine Zeit lang in der Höhle, ne? Ich weiß gar nicht, vielleicht schon 5 Folgen, kann das sein? Ich bin mir da nicht ganz sicher, aber ich kann ja einfach mal schauen. Da hinten ist auch noch dunkel, da gehen wir auch noch lang. Ups. Da ist auch noch dunkel. Die Spinnen, ich komme den Spinnen immer näher. Ich hör's doch. Mann, und hier sieht man wieder nichts. Da auch nicht. So, links ist glaube ich Sackgasse und rechts. Ja, da ist eine Spinne. Verdammt. Bin schon wieder vergiftet. Ja, jetzt hört's aber so. Experience Point. So, woher kommen die Spinnen? Da kommt schon die nächste, Mist. Oh, die Armee der Spinnen. Scheiße. Und du? Na komm. So. Ach du Scheiße. Noch 2,5 Herzchen. Na, da kommt schon die nächste angeschissert. Ach, und es ist übrigens erst die 4. Folge in der Höhle. So, jetzt ein bisschen ausruhen, bis da wieder die Herzchen ein bisschen aufgefüllt sind. Nicht, dass wir hier unten noch krepieren. Das wollen wir ja nicht, ne? Wir wollen ja möglichst lange, ohne zu sterben, überleben. Ist klar, ne?
So, jetzt haben wir auch wieder mal Kohle gesammelt. Schließlich brauchen wir die für weitere Fackeln. Haben wir eine Menge Kuppel verbraucht, das vorhin gerade. Und jetzt will ich mir nochmal den Spinnenspanner vornehmen. Was habe ich gerade geschaut? Egal. Da ist noch Eisen am Boden, ich weiß. So, und jetzt die Spinnen. Ah, da oben noch auch wieder eine. Die können, glaube ich, in den Spinnennetzen laufen, ne? Oh! Du heilige... Ach du Scheiße! Der kam wie aus dem Nichts, was ist der runtergefallen? Der hing doch so sicher in einem Spinnennetz und dann... Zisch, bumm, ist der runtergefallen und... Wir haben sie überlebt. Schon wieder, na toll. Das Glück, muss ich mal sagen. Meine Fresse. Wie viele Creeper sind wir denn schon begegnet hier unten? Oh, na toll. Die Spinnenarmee greift schon wieder an. Die haben sich doch alle gegen mich verschworen, ey. Und schon wieder vergiftet, na toll, noch... Ja, 5,5 Herze, 6. Okay. Wo ist denn der verflixte Spanner, Mensch? Da hinten noch mehr Spinnen. Oh. Toll. Wie kriege ich den Spanner jemals weg, wenn da die ganze Zeit Spinnen kommen? Eieiei, sitzen da oben viele Spinnen. Und ja, irgendwo höre ich auch einen Zombie. So, zuerst mal ein bisschen die Spinnenweben weg, dann können wir vielleicht auch besser hin. Wie viel sind das? 3 Stück oder so? Jetzt genau. So, ah! Ich hasse, dass sie einen anspringen. Na, komm runter. Komm. Ah! Verflixt sind die schnell! Eieiei, muss ich auch jedes Mal sagen. So, aktueller Stand übrigens Level 17. Na, oh, da kommt schon wieder eine. Diese Spinnen geben ziemlich viele XPs, also ja, es geht, aber wenn man sie die ganze Zeit jagt, dann kommt da schon einiges zusammen. Jetzt überlege ich gerade, vielleicht können wir den Spanner von einer anderen Seite her sozusagen vernichten. Da habe ich so eine Idee, wir könnten doch hier entlang, wenn meine Berechnungen stimmen. Und dann da drüber, hinüber, bis dahin, genau. Ist da irgendwo eine Spinne, die uns überrascht? Keine Ahnung, ich sehe noch nichts mit den Wänden hier. So, aber jetzt sind wir, da ist das Spawn. Meine Rechnungen sind fast aufgekommen, ne? Ein bisschen weiter links und da werden wir direkt vor dem Spawner gelandet. So, und jetzt haben wir eine Fackel drauf, also der Spawner selbst ist jetzt safe. Und jetzt müssen wir noch die Spinnen entfernen und rundherum ausleuchten und dann sollte der Spawner jetzt auch definitiv safe sein. Hoffe ich doch. Und die Spinnen natürlich, ne, die sollten hier weg. Wo ist sie jetzt? Na, da hinten, wie viele sitzen denn da? Da hinten ist eine am Boden und ist eine hängt, glaube ich, noch an der Decke und wartet nur, bis wir jetzt gerade so kommen und dann springt sie hinunter. Ah, oh, schon wieder vergiftet. Mist. So ein Mist aber auch. Diese verflixten Spinnen. Da war die an der Decke geklebt hat. Okay. Oh, noch 3 Herze. Toll, vielleicht sollte ich mich wieder mal ausruhen. Na, du essen. Bringt ja nichts mehr. Na, toll, da streckt schon wieder eine Spinne den Kopf durch die Wand. Wörtlich gesagt. Sie streckt den Kopf in die Wand. Irgendwo hockt da noch eine. Ich habe das Gefühl, sie ist über uns. Sieh mal nach oben! Wo sitzen die? Oder sitzen die noch da hinten? Da hinten ist doch dunkel. Vielleicht sollte ich da genau mal aufmachen und jetzt
Ne, Fackel anbringen. So. Okay. Jetzt haben wir schon fast gesaved, hä? Jetzt könnten wir uns mal nach unten getrauen. Oh, da hinten sitzen auch noch Spinnen. Da hinten ist es dunkel, da müssen wir rausleuchten. Da kommen die Spinnen noch her. Oder ist es eine große Spinne dort? Ne, das ist schon eine Giftspinne, oder? Komm, wir bescheißen einfach. Ne, oder auch nicht. Doch, wir gehen einfach da rechts rüber. So. Oh, das ist schon eine Giftspinne, oder? Ja, was schaust du? Hä? Ja, was? Ja, komm doch zu mir. Komm zu Papi.